Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Robo, ihr seid auf meinem Kanal gelandet und wir spielen Elite Dangerous. Und in der letzten Folge haben wir uns ein kleines Kopfgeld eingehandelt. Ich weiß noch nicht mal so richtig warum. Na gut, weil wir jemanden aus Versehen getroffen haben. Und jetzt will ich ja die ganze Zeit versuchen, das wieder abzugeben und bin zum zweiten Mal auf die falsche Station geflogen, in der Hoffnung, dass die große Station eben Teil des Empires ist. Ist sie aber nicht. Und jetzt möchte ich zur richtigen Station fliegen und dort hoffen. Hoffen. Dass wir dort... ihr schießt aber nicht auf mich. Au! Au! Was soll das? Verbrechen festgestellt! Ich hasse euch, ihr Ficker! Ihr könnt mich mal. Ohne Scheiß, ja, gib halt wieder her. Solche Bitches lassen mich einfliegen. Jetzt habe ich Bitches gesagt. Es tut mir leid, das passt nicht zum Erwachsenenanspruch meines Kanals. Ach, wie schön. Ja, das war nicht der Plan. Und ich durfte hier meinen Scheiß ja nicht abgeben, aber abschießen dürfen sie mich anscheinend dafür. Und ich weiß nicht mal, was ich für ein Verbrechen begangen habe hier in der Station. Ich hasse euch alle, egal. Ja. Huch. Da ist ja meine Geschwindigkeit etwas zu hoch. Boah, ich weiß ernsthaft, vielleicht war ich auch zu schnell schon... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da eröffnen die nicht gleich das Feuer, da warten die 30 Sekunden, wenn man Mist gemacht hat. Naja, da sind wir das Kopfgeld jetzt auch los. Rum, rum, rum. Aufprall und näher. Genau, und ach, da drüben ist das, was ich für ein schwarzes Loch halte. Ihr seht das ja auch, dieses rote Ding da und da unten noch das kleine blaue. Und... ja, ich habe mir überlegt, wir werden jetzt ja einfach in den Supercruise gehen und mal warten, bis uns irgend so ein Idiot rausziehen will. Es kann natürlich passieren, dass das überhaupt nicht passiert. Es kann passieren, dass das überhaupt nicht passiert. Intelligenter Roboter ist intelligent und hat sehr schlaue Sprüche am Start. Nichtsdestotrotz bewege ich mich jetzt einfach wahllos hier ein bisschen durchs Universum hin und her. In der Hoffnung, dass mich irgendjemand rausziehen möchte, auch wenn ich hier wieder nur 30 FPS habe. Ich hätte mir natürlich auch gleich so einen Scanner mitnehmen können. So, wir fliegen einfach mal. Hier ist so eine Suche Luxusgüter. Wir tun mal so, als ob wir da einfach hinfliegen möchten. So, was haben wir dort? Eine Sidewinder. Stroke ist harmlos. Ist sauber. So, hier drüben gibt es einen Suche Luxusgüter. Ach, ich muss mich erstmal umgucken, wo hier so wieder massenhaft Leute in der Gegend rumfliegen. Hier wird mich doch mal auch jemand rausziehen möchten. Oder hat er mich ernsthaft nur rausgezogen, weil ich ein Kopfgeld hatte? Kann man das so schnell erkennen? So, und ihr so mit deiner Hauler, du, zumeist harmlos. Gesucht. Scheiße, jetzt bräuchte ich natürlich so ein Dings. Ja, wir können dir ja trotzdem mal hinterherfliegen. Mal gucken, wo du hin willst. Scheiße, jetzt bräuchte ich natürlich doch noch so ein Abfang-Dingsbums und dazu müsste ich es aber erstmal hinbekommen. Wollen wir uns eventuell so ein Teil kaufen? Ja, ich glaube, das wollen wir mal schnell machen. Wir suchen Luxusgüter. Wo ist denn die nächste Station? Lunar Station, 3,6 Lichtjahre. Ja gut, da kommen wir gerade her. Ist mir jetzt auch wurscht. Legen wir mal schnell als Ziel fest. Und dann holen wir uns einfach die gesuchten Leute direkt aus dem Frameshift-Reif raus. Und klatschen sie dann weg. Ich denke, das ist der sinnvollere Weg. In der Hoffnung natürlich, dass es klappt, aber Kopfgeld ist Kopfgeld. Und wenn ich einfach nur ein paar andere Spieler ärgern kann. Da bin ich mal so frech. Dass die mich jetzt gerade weggeklatscht haben, so direkt zum Beginn der Folge, ist ja auch hervorragend. So,
Was kostet denn der beste Frameshift-Unterbrecher, den es so gibt? Ach, das passt auch wieder mit meinem Energievorrat wahrscheinlich nicht zusammen. Na, müssen wir gleich mal gucken, weil der braucht, wenn ich mich nicht ganz irre, brauchte der. Hier ist eine unidentifizierte Signalquelle. So, jetzt bin ich natürlich direkt an der Station vorbeigeflogen. Ach, ich ahne schon, dass das wieder nicht klappt, weil wir nicht genug Energie haben im Schiff. Da müsste ich vielleicht mal noch ein bisschen was ausbauen. Ich weiß aber so richtig nicht, was. Die Laser sind ja auch nicht so der Bringer. PlayStation, mal gucken, was die haben. Aber ich glaube, die hatten eigentlich fast den gleichen Kram. So, nur darauf aufpassen, dass wir hier eine Landeerlaubnis uns abholen. Ja, reicht völlig aus. Ich weiß noch nicht, wo es hinführen wird in dieser Folge. In der Zwischenzeit kann ich mal kurz auf mein Telefon gucken. Sind jetzt bei 69 Abonnenten. Ich bin sehr aufgeregt, was das angeht. Es ist Wochenende, gab es 15 oder sowas. Ich weiß nicht mal genau für was. Ob die alle durch Elite Dangerous gekommen sind oder ob die durch Stranded Deep gekommen sind. Viel mehr haben wir ja noch nicht. Ich habe natürlich noch ein Projekt in der Pipeline. Da habe ich auch schon 3 Folgen aufgenommen, aber da muss ich mir noch mal ganz genau überlegen, ob und wie oft das überhaupt kommt, weil ich muss ja zwischendurch leider auch noch irgendwie arbeiten, um mir das Geld zu verdienen, um diesen ganzen Käse hier zu unterstützen. Hier wird schon wieder geschossen, aber diesmal nach innen. So, da hat es irgendeinen zerknuspert. Der Landecomputer weicht sehr schön aus, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. So, müssen wir hin. 42. Das ist die da drüben. Ich habe erst eine 24 gesehen, aber Kopf überlesen ist ja auch. Ach, Landehafen anfliegen. Ja, das ist ja. Jetzt hat er anscheinend. Jetzt muss ich wieder selber landen. Weil ich das so gut kann. So, Landing Gear ist ausgefahren. Wir fliegen richtig rum. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Bisschen langsamer könnten wir noch werden und absenken. Absenken. Nach vorne gucken. So, Sternhafendienste. Da müssen wir dann doch mal in die Ausstattung gucken. Ach, und das macht mir alles so Sorgen. Also nicht alles, aber gewisse Sachen machen mir eben ein bisschen Sorgen. Sowas wie zum Beispiel, wie heißt denn das? Genau, sowas wie zum Beispiel unser Stromproblem. Und dass mir die Laser zu schnell die Energie wegknuspern. Das ist auch nicht optimal. Da müssen wir gucken, ob wir jetzt gleich das noch ein bisschen schöner hinkriegen. So, hier ist Punkt für Tötungsbefehlsscanner. Ja, da muss ich mir jetzt eins von beiden aussuchen, habe ich das Gefühl. Oder ich suche halt nur Leute, die hier im System. Gucken wir mal. Was kostet der größte Frameshift-Unterbrecher? Wo ich hier gar keinen. Haben die keinen? Oder ist das kein. Ist das nicht Teil der Aufhängung? Müssen wir mal hier reingucken. Schildzellenbank, Frachtgestell. Ah, Frameshift-Antriebunterbrecher. Okay, da kann ich ja mal ganz runter scrollen. Ja, auf hier. Da ist einer für 972.000. Dafür. Ja, das kostet halt ein bisschen zu viel Strom aktuell. Kraftwerk. Ja, das ist schon verbaut. Das Beste, was wir im Angebot haben. Schade. Okay, das bedeutet, wir müssen. Ja, gut ausgefahren, eingefahren. Da müsste ich jetzt doch mal nach den Strahlenlasern gucken, ob ich da ein paar besseren Anführungszeichen finde. Plasmabeschleuniger ist natürlich auch geil. Der Strahlenlaser ist verbaut. Und der hier, der verbraucht sogar noch mehr Strom. Achso, der ist auch nicht gimbalt. Strahlenlaser. Ja, hier gibt es nur noch den für 74.000. Da verbraucht man aber viel weniger Strom. Macht aber auch weniger Schaden.
Na, wir probieren das mal einfach nur so zum Spaß. Wie gesagt, das Schiff ist so viel nicht wert. So, Strahlenlaser, Strahlenlaser. Der war ja halt ganz nett, aber hat nicht ausreichend oder beziehungsweise hat zu schnell die Energie gefressen. Obwohl da ein besserer Energieverteiler fast noch besser wäre, oder? Was sagt ihr denn dazu? Aber ich glaube, es gibt kaum noch bessere Energieverteiler als den, den wir schon haben. Der ist generell viel besser. Also der hat Waffenkapazität. Wir können es ja vergleichen. 24.000 Waffennachladung, 2.800, 18. Der ist generell halt viel besser mit A3. Ja, auch bloß 158. Wir haben halt, ja, wir haben bloß einen für 25.000 drin. Das ist dann eben tatsächlich ein bisschen wenig. Dann nehmen wir mal den richtig teuren. Und vielleicht reicht's noch für einen teuren. Da sind wir bei 11,64 Megawatt, aber wir brauchen ja diesen Frameshift-Unterbrecher. Koste es, was es wolle. Den da, 11,53, der. So viel braucht er dann doch nicht. Hier, A1, geiles Teil eigentlich. Masse 130, ja, den komm, her damit. So, jetzt sind wir bei 11,53 Megawatt, glaube ich. Strahlenlaser. 11,96, wir können uns einen von den fetten damit reinstecken. Wir werden natürlich auch noch ein schöneres Mehrfachgeschütz auch lieb. Kanone, Splitterkanone, Strahlenlaser. Ja, nee, noch so eine Raketenrampe ist natürlich auch nichts Schlechtes. Splitterkanone, ja, wir haben hier die Kanone für 500.000. Was hatten die? Maximal Munition ist 100. Aber ich möchte eigentlich nur Gimbal-Sachen haben und nicht hier so ein Kladderadatsch, obwohl das vielleicht auch nicht so schlecht ist, wenn wir. Ich meine, wir haben das Geld. Ach, wir probieren es mal. Wie gesagt, Kohle haben wir genug. Rip, 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 rip. Wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir hier diese Kanone mitnehmen. Ob wir jemanden richtig nerven können, wenn wir ihn aus dem Frameshift holen. So, 1.400.001 und ich schätze mal, wir nehmen diesen Strahlenlaser wieder mit, zumindest einen davon. Sind wir bei 11,86 und wenn ich jetzt glaube ich den zweiten haben will, dann sind wir zu viel. Ja, dann sind wir bei 12,29. Okay, guck mal, ob mir das so. Ja, ich habe Waffen gekauft, die noch zugeordnet werden müssen. Ich weiß, Feuergruppe. So, die Schildzellenbank. Okay, dann muss ich den Frameshift-Unterbrecher hier hinlegen. Strahlenlaser, Strahlenlaser. 1, 2, okay. Damit kann ich leben. Huch. Was? Bin ich überhaupt noch offenes Spiel? Ja, bin ich. So. Dann haben wir noch genug Geld. Reicht das noch, um das Schiff wieder auszukaufen? Gleich mal schauen. Ja. Auch wenn das jetzt inzwischen ein sehr teures Schiff ist. Und wir im Zweifelsfall vielleicht bloß irgendeinen Hauler rauszerren. So, ich hoffe, das war jetzt alles eine gute Idee, so wie ich mir das vorstelle. So, genau. Einmal. Nicht zu schnell. Sonst gibt es womöglich gleich wieder Ärger. So, und wir gucken uns jetzt mal an,
Achso, noch Massesperre. Und wir suchen uns einfach jetzt mal einen Gesuchten. Massesperre ist raus. Ich muss hier noch irgendwo hingucken, wo keine störende Masse in der Nähe ist. Genau sowas hier. 3, 2, 1. Nase juckt. Und wir gucken uns mal um. So, wo sind denn hier so ein paar Tänche, Tänche, Suche Luxusgüter. Hier ist alles voll mit Suche Luxusgüter natürlich. Aha, da drüben ist zum Beispiel so einmal Sicherheitsdienst. Da drüben fliegen zumindest ein paar rum. Dort ist auch noch einer. So, und da fliegt gerade einer an uns vorbei. Ja, Sicherheitsdienst. Wie schade, wie schade. Ich dachte, ich könnte hier mal irgendwas probieren. Dass wir mal einen aus dem Frameshift rausziehen. Das ist auch immer noch die Viper. Noch sind die Frames auch nicht eingebrochen. Das bedeutet, so richtig viel scheint hier noch nicht los zu sein. So. Type 7 Transporter. Was hast du denn? Max Gibert ist sauber. Sicherheitsdienst. Sowas brauche ich hier ja nicht. Nochmal Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst. Suche Luxusgüter ist klar. Hm. Erstmal was finden vor Aufregung. Was sagen denn meine Kontakte? Orca. Wo auch immer der sich gerade befindet. Da drüben ist einer. Eine Was hier an internem Sicherheitsdienst rumfliegt, ist unfassbar. Eine Edda. Kinon, harmlos. So, der FSA ist noch außer Reichweite, aber den schnappen wir uns jetzt. Hoffe ich zumindest. Scheiße, wo ist denn der hin? Verdammt, jetzt habe ich ihn verloren. Habe ich ihn verloren? Ich sehe ihn gerade zumindest nicht. Ach, schade. Da ist noch eine Cobra. Igel. Mia Olsen. Ja, wie nah muss ich... Boah, und jetzt sind sie schon wieder verschwunden. Ach, wie unschön. Das ist nicht ganz so einfach, habe ich das Gefühl. Ich habe es nämlich auch noch nie gemacht. Na gut, da scheint jemand sich mit einer Sogwolke verknuspert zu haben. So, du Cobra-Typ hier. Commander Mike Hunt. Harmlos und sauber. Da ist noch eine Cobra. Mehala Jellich. Ist auch sauber. War aber ein echter Spieler. Ein Type 6 Transporter. Das wäre natürlich mir ein gefundenes Fressen. Sauber. Hui. Da. Cobra. Gesucht. Da ist unsere gesuchte Edda. Ich weiß allerdings nicht, wie nah ich ran muss. So, wo ist denn das? Wo ist denn dieser Vektor, wo ich hin muss? Ach, einfach auf ihn zeigen. Ziel hat aufgegeben.
Hehehe. Bisschen aufgeregt jetzt gerade. Der wird uns wahrscheinlich davon kommen. Ja, schade eigentlich. Das war sehr witzig. Das können wir ja gleich nochmal machen. Das hat mir gefallen. Einfach Leute rausholen. Supergeil. Supergeil, tatsächlich. Gefällt mir hervorragend. Leute hier, die gesucht sind, einfach... Ah ja, beschleunigen muss ich noch. Super, geil. Super, geil. Habe ich schon mal super und geil gesagt. Ich find's, also ich freue mich gerade extrem. Ich werde nichts anderes mehr machen. Also vielleicht doch. Witzig wäre, wenn ich die Adder jetzt gleich wieder finden würde. Hier ist noch ein Hauler. Ich habe doch vorne. Genau. So. Hinter das Ziel geraten. Ich bin hinterm Ziel. So, wie sieht's aus, Freund? Na, verknuspern oder nicht verknuspern? So, das kostet uns natürlich ein bisschen Energie. So, zweimal umschalten, einmal nur. Ach, das ist gar kein echter. Schade, kein echter Gegner, glaube ich. Also kein echter Spieler. Aber Frameshiften wird er jetzt nicht mehr können. Naja, was soll's. 480 nehme ich mal mit. Ist überhaupt kein Problem. Der hat sogar noch ein bisschen was abgeschmissen. Das könnten wir jetzt einsammeln. Wäre dann aber, glaube ich, als Diebesgut markiert. Genau, persönliche Waffen und so ein Zeug. Und Kupfer. Aber wir sind nun mal leider kein... Was heißt leider? Wir sind kein Pirat. Erstmal wieder einfahren. Draus machen. Ich würde ja gerne noch in dieser Folge eventuell noch einen richtigen Spieler wegframeshiften. Das ist jetzt gleich ganz schön gemein, aber das macht einen Bombenspaß. So, hier ist doch einer. Bist du vielleicht gesucht, gerade zufällig? Huch! Hehe. Das war keine Absicht, ich wollte dich nicht. Ja, ja, Ziel hat aufgegeben. Das war eigentlich gar nicht mein Plan. Nö. Entschuldigung. So, irgendwie konnte man doch schreiben. An Commander Mike Hunt. Mal fixen Sorry geschrieben. So. Not intended. Frameshift charge detected. Frameshift drive. So, wir können auch wieder. Da hat er aber schnell aufgegeben. Ich wollte ihn ja eigentlich gar nichts. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, diesen Abfang-Neuling, den machen wir jetzt mal platt, aber das, ich hab mich ja nett entschuldigt. Und wir suchen uns lieber richtige Gegner. Das ist noch eine Sidewinder. Dr. David Hilditch. Harmlos. Wird gescannt, ist sauber. Und eine ASP. Harmlos. Und ist gesucht. Hinter das Ziel geraten. Das krieg mal hin. Ist das ein echter Spieler? Och, das ist ja wieder langweilig. Kein echter Spieler, aber so können wir es zumindest ein bisschen üben. Es ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Es könnte am Joystick liegen. Ich glaube, mit der Maus ist das bestimmt etwas einfacher. So, Abfangmanöver abgeschlossen. Zweimal den hier. Einmal ausfahren.
Ja, wird's mir heiß unterm Hintern machen. Ja, wenn man halt kein Schild dabei hat, dann sieht das schlecht aus mit heiß unterm Hintern machen. Der hält natürlich auch einiges aus. Und wir haben nur einen massiven. Die Kanone könnte natürlich auch mal wieder feuern. Jetzt hat er hier seine Geschosse abgeworfen, also diese, die mich daran hindern sollen, meine Zielautomatik zu benutzen. Komm schon, gib auf, stirb einfach. Wehren möchte er sich anscheinend auch nicht, auch wenn es nur ein Computergegner ist. Die gingen auch daneben, die Kanonenschüsse. Die haben natürlich jetzt gesessen. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist mir gleich, ob du bereit bist zu sterben. Du wirst es. Und ich will noch versuchen, nochmal einen echten Spieler, der es verdient hat. Aus dem Frameshift zu holen. Ach, jetzt hat er doch mal geschossen. Vielleicht gibt es ja wenigstens eine Mark 80. 14.000! Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Können wir den Frameshift-Unterbrecher wieder anmachen. Und nochmal losfliegen. Und dann müssen wir ja noch einen echten Piraten irgendwie mal abfangen. Wenigstens mal probieren. Ob wir hier noch irgendwas Piratiges finden. Die Frames, meine Frames sagen aktuell nein. Unidentifizierte Signalquelle, da könnte natürlich auch was los sein. Mal da gerade mal rein. Da waren wir wohl zu schnell. Ach, ich hätte sie auch nicht angewählt. Hier ist noch eine. Ja, verlangsamen. Ich weiß, ich bin doch schon sehr langsam. Fünffache Lichtgeschwindigkeit. Okay, vielleicht doch ein bisschen zu schnell. So, die zieht jetzt erstmal an uns vorbei. Aber in den unidentifizierten Signalquellen kann ja eigentlich fast alles sein, würde ich behaupten. Von Spieler, gegen natürlich auch aller anderer Kram. Und wir schauen mal, was wir hier drin finden. Und ich muss ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, weil ich war jetzt die ganze Zeit fast schon so, glaube ich. Dann hört man mich so noch so schlecht. So, unidentifizierte Signalquelle. Hinein, hinein, hinab. Und da gucken wir mal, was sich da so abspielt. Ob wir einen bösen Piraten haben, dem wir mal zeigen können, wo der Hammer hängt. Oder ob es einfach mal total unwichtig ist. So, schauen wir doch mal rein. Nö. Hier der ASP, das sind aber alles Nichtspielerschiffe. Ach, das sind alles Piraten. Aber irgendjemand schießt auf ihn. Auf die ASP. Das nehmen wir natürlich mit, die Chance. Würde ich jetzt vorschlagen. Weil das geschenktes Geld, geschenktem Geld schaut man natürlich nicht ins Maul, wie man so schön sagt. Der gerade eben gab ja auch schon 14.000. Dann wird er ja auch kein schlechtes Geld bringen.
dieser kleine Freund. Und ich habe ja schon 60.000 auf der Uhr, die ich abgeben muss. Komm schon. Ich meine, ich habe natürlich gesagt, ich möchte gern... What? So, 30.000. Nehme ich doch mit, aber hier gab es doch direkt noch einen, der gesucht war. Warst du das? Cobra, das lohnt sich für mich kaum. Sauber. Die Igel, das ist der Sicherheitsdienst. Und da müsste der andere sein, genau. Ich weiß aber noch nicht, was er ist. Ist er es? Ja. Der hat... Ach, eine Viper. Hm. Ich habe schon sinnvollere Ziele gehabt. Dafür ist er auch schnell down. Hui. Komm schon. Och, 16.000 nehme ich. Gut. Raus hier. Wir wollten einen richtigen Spieler haben. Schiffscan festgestellt. Er hat ihn jetzt noch mein Schiff gescannt. War bestimmt einer von den Sicherheitsleuten. Das war's auch schon. Guten Flug. Vielen Dank. Vielen Dank für den guten Flug. Och, ich weiß immer nicht, was mich dann manchmal davon abhält. Ah, jetzt geht's. Irgendwie juckt meine Nase heute ununterbrochen. Wir sind schon wieder bei über 30 Minuten. Aber vielleicht kriege ich noch einen. Einer würde mir schon lang. Ein richtiger Spieler, den ich persönlich aus dem Frameshift hole, weil er es verdient hat. Da drüben ist einer. Da war einer. Da ist noch was, eine Sidewinder. Ist das ein echter Spieler? Nein. Kein richtiger Spieler. Sicherheitsdienst, irgendeine Cobra. Auch sauber, aber wie gesagt, solange wir hier keine richtigen Spieler auf der Karte haben, ich sehe es ja auch in den Frames, wenn sie einbrechen, sind andere Spieler da. Ich weiß, also irgendwas scheint da mit dem Netzcode oder Netcode, wie auch immer. Imperiales Flottenraumschiff. Das klingt aber gefährlich. So, jetzt haben wir hier einiges an Spielern. Haben wir irgendwas an Spielern? Ich sehe es gerade noch nicht so genau. Ich müsste mal ein bisschen langsamer werden, damit ich die Situation mal abscannen kann. Type 6 Transporter, Commander Frogstar. Das klingt wohl Frogstar. Interner Sicherheitsdienst. Da ist auch noch eine Cobra. Das ist Mike Hunt. Den hatte ich vorhin rausgezogen. War das überhaupt ein richtiger Spieler? Habe ich da sinnvoll sorry geschrieben? Sicherheitsdienst. Suche Luxusgüter. Imperial Clipper. Nilamin. Ja, sollte ich mich jetzt mit einem Imperial Clipper anlegen? Was sagt ihr denn? Ich sag ja. So, ich sehe ihn aber nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist. Suche Luxusgüter. Na, ich glaube, das ist eine dumme Idee. Der scheint dann hier sich irgendwo aufzuhalten, oder? Ist nochmal der interne Sicherheitsdienst. Suche Luxusgüter. Fremde Wolke. Steven Mark. Sauber, aber den Imperial Clipper hätte ich natürlich sehr gern gehabt. Der muss ja hier irgendwo sein. Eigentlich. Interner Sicherheitsdienst, irgendwie Black Typhoon. Noch einer, der gesucht ist. S-
Sidewinder, das alles, da ist sehr viel gesucht hier unterwegs. Ja. Aber es scheinen mir keine Spieler zu sein, zumindest deuten es die... deuten die Punkte etwas anderes an. Ich dachte immer, die Punkte mit dem leeren Inhalt, also quasi mit dem, die gelben Punkte mit dem schwarzen Punkt in der Mitte, das wären die Spieler. Imperiales Flottenraumschiff. Sieht auch nicht anders aus als eine Cobra. Wenn ich das mal so sagen darf. Ach, das ist auch eine Cobra. Ah, ich verstehe. Edda, Hauler. Wo ist denn der Black Typhoon? Da so. Mit einer Sidewinder. Lohnt das für mich überhaupt, den hier irgendwie aus dem... aus dem Frameschiff zu ziehen. Wie gesagt, scheint ja kein echter Spieler zu sein. Aber ich weiß es nicht. Sagt's, da schreibt's doch mal in die Kommentare, woran ich echte Spieler von Fake-Spielern unterscheiden kann. Meiner Meinung nach war es ja dieser schwarze Punkt. Och ja. Nö, ich habe überhaupt kein Interesse daran. Ich kann ja mal schon mal die Waffen auspacken. So. Freund Blase, wer bist du denn? Das war eine dumme Idee. Chris Trentham. Leider kein Spieler, wenn ich das verstehe, richtig verstehe, aber den können wir dann schon mal noch mitnehmen. Den lasse ich, glaube ich, nicht davon kommen. Habe ich überhaupt kein Interesse dran. Genau. Babam! Naja, warum nicht? Okay, die Folge ist viel zu lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich war und bin der Robert. Und nicht vergessen, auf der Website vorbeigucken, wenn ihr irgendwas sagen wollt. robertangrui.de. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.